Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu einer neuen Folge von Bams Welt. Heute geht es mal wieder ins Holz. Und zwar, was bei den letzten Videos mit dem Holzspalter ein bisschen verloren gegangen ist, ist am Ende eigentlich die Frage nach der Produktivität. Da wollte ich gerne nochmal nachbessern. Und zwar werden sich viele immer die Frage stellen: Kegelspalter am Bagger, ja oder nein? Mag sein, mag funktionieren. Aber was kommt am Ende dabei rum? Und da will ich mit euch halt mal auf die Suche gehen nach einer Erkenntnis. Denn ich habe jetzt wieder mal, wie ihr hier seht, rund 30 Festmeter Holz. Das sind alles Fichtenstämme, 2 Meter lang und Durchmesser von 80 Pfennig bis 1,30 Mark. Also relativ große Dinger. Und ich möchte ja auch mein Scheitholz zu einem größeren Teil von einem relativ großen Querschnitt haben. Ich habe mir angewöhnt zu ca. 12 bis 15 cm Scheitholzstärke, weil das brennt nicht so schnell runter. Es macht zwar nicht so viel Hitze dann, aber es brennt länger. Es dauert ewig, ehe der Klüppel dann durchgebrannt ist. Und da brauche ich nicht so oft anlegen immer. So, darum geht es halt erstmal. Also, den Haufen hier, den ihr hier seht, der ist jetzt dran. Den machen wir jetzt klein. Ich werde mal auf der Uhr gucken dabei und dann werde ich mal sagen können, ja, wie lange ich ungefähr brauche für 30 Meter. Und dann haben wir erstmal eine Erkenntnis. So, will ich gar nicht lange sabbeln. Ihr steigt mit auf jetzt. Wir machen los. Voll an. Soll
So, kurzer Zwischenstand nach einer Stunde. Das ist jetzt erstmal geworden. Ja, sind vielleicht drei, zwei, drei Festmeter. Aber irgendwie, der Haufen ist noch relativ unverändert, zumindest optisch. Ich denke, heute brauche ich Licht. Thank you.
So, meine Freunde, das ist soweit. Das ist jetzt Sonntagmittag. Ich habe mich jetzt mal durchgerungen, den Rest noch zu machen hier. Wir haben jetzt ungefähr noch 20 Stämme oder sowas. Aber ihr habt schon den Zeitraffer gesehen. Es ist gestern etwas später geworden. Ich habe hier kurz nach 22 Uhr dann irgendwann Feierabend gemacht. Ich muss aber auch sagen, es ist unwahrscheinlich, die relativ starken Stämme, da wird gespalten, wird das ist Doppelte irgendwie. Das ist unwahrscheinlich, was da an Masse rauskommt. Einerseits schön, andererseits weiß ich bald nicht mehr, wohin damit. Aber gut. Das ist jetzt so. Und ich freue mich erstmal, dass ich auf jeden Fall für den kommenden Winter meine 3,5 Stämme habe. Wie gesagt, wenn ihr mal hier rüber guckt, also es ist schon ordentlich, was bis jetzt geworden ist. Ich komme mit dem Bagger fast nicht mehr hoch auf den Halfen. Also das ist wirklich gewaltig. Bis vorne an der Straße. So viel habe ich eigentlich gar nicht gerechnet. Aber gut, es gibt nur eins, was schlimmer ist als zu viel Holz. Das ist zu wenig Holz. Und gerade letzten Winter hatte ich es ja ein bisschen stiefmütterlich behandelt, die ganze Sache. Und ja, da müsste ich halt im Winter immer mal sehen, dass ich noch ein bisschen zu Holz komme. Ich glaube, es natürlich am allergünstigsten ist, wie ja jeder weiß. Und ich wollte eigentlich, dass der Fehler nur dieses Jahr nicht mehr passiert. Deshalb mache ich dieses Jahr mal etwas eher mein Feuerholz. Auch wenn ich dennoch schon wieder relativ spät dran bin, denn der September geht jetzt los. Und es sind jetzt noch 2 Monate vielleicht, ist es noch einigermaßen warm. Und da hoffe ich, dass das Holz bis dahin einigermaßen noch ein bisschen trocknet, dass es nicht mehr zu nass ist zum Verbrennen. Aber auch das wird sich zeigen. Und wenn es so ist, dann ist es so. Ja, ihr merkt, ich muss mittlerweile ganz schön sortieren, ja? Da ich noch was drauf bekomme auf den Haufen. Es wird aber auch viel, ja. Unwahrscheinlich. Ja, da sind wir jetzt bei, jetzt muss ich kurz überlegen, von 13 Uhr bis, was hatte ich gesagt, gestern bis 22 Uhr, das sind 9 Stunden. Und geschafft habe ich in der Zeit, danke, geschafft habe ich in der Zeit geschätzt 20 Meter, 20, 22, 23, sowas. Ich habe allerdings jetzt keinerlei Relation, wie lange sowas eigentlich manuell dauert. Das muss ich ehrlich sagen, weil das Holz mit Handspalten, das habe ich noch im kurzen Versuch wieder aufgegeben. Das war der Versuch mit dem Kegelspalter an meinem Traktor. Und da waren 17 PS irgendwie viel zu wenig. Da hat es den Spaltkegel irgendwie reingedreht. Und wenn das Holz nicht sofort schon bei der Hälfte vom Kegel gesprungen ist, dann, ja, dann hat es den Traktor abgewürgt. Da war der aus und fertig. Da habe ich mir irgendwann gesagt, so geht es erstmal gar nicht. So. Dann hat mir mein Holzmännchen damals den Tipp gegeben, mit dem Kegelspalter von Bagger, wo ich eigentlich gar nicht so richtig mal vorstellen konnte, dass es Sinn macht. Ja, mittlerweile ist es meine favorisierte Lösung. Selbstverständlich kann man sowas händisch machen. Wenn man jetzt sportlich ist, denke ich, kriegt man das auch genauso schnell hin, wie jetzt mit dem Bagger hier. Aber mal ganz ehrlich, wozu soll ich jetzt sportlich sein, wenn ich 2 gesunde Ketten habe? Das wäre ja Blödsinn. Und ich muss ehrlich sagen, also die körperliche Anstrengung hier hält sich schon deutlich in Grenzen. Ja, also das funktioniert schon. Das ist ja nicht nur das Spalten immer, es ist ja auch das Aufschlichten. Und gerade wie hier jetzt, wenn man bei dem Haufen die 2 Meter knackt, ja Leute, da wird es dann schon schwierig, die Glatzer dort hochzukriegen. Das ist mit dem Bagger schon mittlerweile mit Fingerspitzengefühl verbunden. Aber es geht noch. Aber händisch will ich die Dinger jetzt nicht unbedingt alle hier hinaufwuchten. Da müsste mir dann auch schon ein Stück Fuß fehlen. Ja, wir werden mal sehen, was jetzt eher kommt. Ob meine Frau rachelt, dass es zum Mittagessen geht oder ob ich das Holz noch fertig bekomme. Aber ich denke mal, es wird eher erstmal Essen geben. Es ist jetzt schon 12 Uhr. Nein, es ist 13 Uhr. Es ist schon 13 Uhr und immer noch kein Essen fertig. Super.
Na gut. Ja, ich werde mal sehen, wie lange das noch dauert. So ihr Lieben, ich habe es geschafft, die 30 Festmeter sind weg. Es ist jetzt Sonntag, 19.30 Uhr, jawohl, jetzt ist Wochenende. Es waren heute nochmal 7 Stunden ungefähr, die ich gebraucht habe. Es war länger, als ich gedacht hatte. Aber gut, ich habe mein Holz im wahrsten Sinne rein jetzt erstmal für dieses Jahr. Ja, ich kann euch den Helfen mal zeigen jetzt hier. Ich musste sogar hier noch einen kleinen anfangen, weil ich es einfach hier nicht mehr drauf gekriegt habe auf den großen. So, also das ist mein kompletter Wintervorrat und ich denke, das, ja, das wird noch eine ganze Weile halten. So, also in der Faustregel kann man sagen, ungefähr 2 Festmeter pro Stunde schafft man damit. Ich hätte eigentlich gedacht, es geht schneller, aber gut. Da habe ich erstmal, zumindest erstmal einen Faktor, mit dem ich rechnen kann, wenn ich das wieder mal hab und müsste das mal irgendwie planen können. Ja, jetzt mache ich den Spalter noch ein bisschen sauber. Ja, den ganzen Bruch wegräumen, das mache ich morgen noch. Jetzt ist erstmal Wochenende. Gut, das haben wir erstmal geschafft. Damit möchte ich mich von euch verabschieden. Lasst gerne ein Abo da und schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, was ich eben noch nicht wusste, wie lange braucht man händisch für sowas. Da habe ich noch gar keine Ahnung davon. Wie gesagt, warum sollte ich es mit der Hand machen? Ich habe 2 gesunde Ketten. Und da macht es gar keinen Sinn, dass ich das jetzt ja händisch anfange. Das wäre eigentlich nur Spielerei. Aber das würde mich mal interessieren, wenn ihr das auch schon gemacht habt mit 2 Meter Stämme. Wie lange braucht man da mit Holzspalter zum Beispiel oder mit einem manuellen Holzspalter? Das würde mich mal interessieren. Und auch was ihr von der ganzen, ja, von der Leistung haltet. Ob das für euch ausreichend wäre? Schreibt einfach mal eure Gedanken darüber. In diesem Sinne, macht's gut, Freunde.